Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann, die sich um Kopf und Kragen redet, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, sie hat Jasmin geantwortet. Jasmin hat ja vor Gericht gegen sie gewonnen. Wer gar nicht im Spiel ist und gar nicht weiß, um was es jetzt geht, sollte sich eins der letzten Videos anschauen, da ist alles erklärt. Kurzum, wie gesagt, es gab vor Gericht die nächste Niederlage für Aline Bachmann. Und natürlich ist das Ganze ziemlich spannend für euch gewesen und auch für mich, das mit anzusehen, was jetzt auf Instagram abgegangen ist. Und das versuche ich jetzt hier mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich bin auch mit Jasmin im Austausch und da wird es wahrscheinlich auch ein Interview geben. Also wenn euch das Ganze interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Dann versäumt ihr nichts, drückt die Glocke und dann gibt es demnächst wahrscheinlich noch mehr Insight-Informationen, was da alles so vor Gericht abging. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Denn jetzt ist es so, dass natürlich Aline Bachmann sich mal wieder als Gewinnerin sieht und sie das ganz anders dort gesehen hat. Und ja, seht ihr erst mal selbst. Die der Richter ihr gegenüber gesagt hat, waren auch schön. Wenn sie Beweise hat, soll sie sie doch posten. Ich saß auf jeden Fall nicht mit dem Handy in der Gerichtsverhandlung wie sie. Und ja, so wie alles verlaufen ist, hat das meiner Seele gut getan. Auch, dass ich da erschienen bin vor Gericht, hat mir gut getan. Es waren keine öffentlichen Leute mit dabei. Ihre Freundin, mein Mann wurden rausgeschickt. Mein Mann wurde ja als Zeuge dann geladen, deswegen kam er auch mit. Und um wen geht es? Leute, es geht darum, dass mich eine gewisse Dame angezeigt hat wegen Schadensersatz. Guck mal, Maximilian, du kannst gleich mal raus. Zack. Ich kann euch mal ganz kurz die Sache, bevor wir weiterspielen, erklären. Und zwar wurde ich vor Gericht zitiert wegen Beleidigung. Und die Dame hat gewünscht, Schadensersatz von mir fordern, weil ich sie... Dass Aline Bachmann natürlich mal wieder einiges durcheinander bringt, beziehungsweise Dinge behauptet, die so nicht stimmen. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären, aber ja, sie hat teilweise ihre Meinung auch exklusiv für sich. Das ist unfassbar, was sie dort erzählt, denn das stimmt wieder vorne und hinten nicht. Und was da jetzt so genau nicht stimmt, das wird Jasmin euch jetzt hier auch erklären, denn die hat natürlich darauf auch wieder geantwortet. Hallo, auch ich habe mittlerweile das Videomaterial zugesendet bekommen und bin vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Ich weiß nicht, wie man immer noch nicht verstehen kann, dass 1000 Euro halt einfach ein Schadensersatzwert ist, den man angeben muss. Man ist dazu verpflichtet, wenn man Schadensersatz fordert, einen Mindestwert anzugeben und der liegt halt nun mal bei 1000 Euro. Das machen Anwälte vollkommen automatisch. Das hat nichts damit zu tun, dass man dieses Geld fordert oder sonstiges. Aber das versteht man halt nur, wenn man ein bisschen was im Kopf hat und wenn man seine Ohren benutzt und zuhört. Naja, belassen wir es bei dem ganzen Spaß. Ich weiß, dass ich eine Verfügung habe und nicht sie. Und ich gehe weiter meine Blusen bei Kick kaufen und sie klebt weiter bei Primark Preisschilder um, damit sie sich Ohrringe leisten kann, weil... wenn man halt sonst nichts kann, gell? Durchaus bissig und auch sehr, sehr schlagfertig von Jasmin geantwortet. Und ich finde es sehr gut, dass sie auch gegen Aline Bachmann vorgegangen ist. Denn ich habe auch Sachen zugeschickt bekommen von Jasmin, wo ich sage, wow, ja, wenn ich das hier euch zeigen würde, echt heftig. Ja. Schlimmste Beleidigungen sind dort gefallen von Aline Bachmanns Seite aus, die gehen gar nicht und ich finde es auch sehr charakterstark von Jasmin, dass sie das Geld, das habe ich auch im letzten Video schon gelobt, aber ich finde, das kann man nicht loben oder genug loben, ja, dass sie das Geld von Aline Bachmann nicht angenommen hat, sondern dass das gespendet wird an ein Kinderkrankenhaus in Düsseldorf war das, glaube ich. Und das finde ich auch ziemlich cool, weil ich glaube, wir alle können momentan auch ein paar Euro extra gut gebrauchen. Alles wird teurer. Ja. Man weiß kaum noch, wie man die Miete und alles zahlen soll. Und das ist wirklich so, dass das dann halt nochmal umso cooler ist, wenn man dann sagt, nee, von ihr nehme ich das Geld nicht. Alleine, weil es von Aline Bachmann kommt und weil man selber auch dann nicht dahinter stehen kann, wenn das Geld im Prinzip dadurch verdient wurde, den Fans von Aline Bachmann das Geld aus der Tasche auf TikTok zu ziehen. Und das fand ich sehr cool in dem Gespräch mit ihr. Wie gesagt, ich bin ja mit ihr auch nach wie vor im Gespräch und in Kontakt. Wahrscheinlich gibt es dann in die nächsten Tage diesen
dieses Interview, wo ich so ein paar Fragen stelle, wo sie auch nochmal alles so ein bisschen ausführlicher erläutern kann, was ich dann die nächsten Tage für euch hochlade. Also es lohnt sich auf jeden Fall, am Ball zu bleiben und auch drumherum. Also ich denke, einige Videos sind vielleicht schon hochgeladen worden in die Richtung, ich produziere immer so ein bisschen vor, müsst ihr wissen, und dort ist auch erklärt, was Aline Bachmann momentan auch alles so macht, um das Geld, ja, was sie, ja, und es läppert sich, jetzt an die ganzen Leute bezahlen muss, an die ganzen Gläubiger, was sie dafür alles macht und tut und was im Hintergrund alles so abgeht. Ja. Also es ist durchaus sehr, sehr spannend und ich bleibe natürlich jetzt auch noch die nächsten Tage dran an dem ganzen Thema, denn das ist sehr, sehr heftig. Ja. Also das kann ich euch nur sagen. Ja. Aber ich möchte jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich kann euch nur sagen, dass das mit den letzten Wochen wirklich durch auch schon ein paar Zuschauer, die vor Jasnero und Yvonne Moulon das Ganze vor Gericht ausgetragen haben. Jetzt auch, wie gesagt, und auch der Like Us Produzentin, das war auch alles schon vorher. Aber das sind alles noch offene Dinge, ja, die werden richtig teuer. Und dann durch Jasnero plus Yvonne Moulon, die auch noch in die nächste Instanz geht, also noch einen Schritt weiter geht auf gut Deutsch, ja, ohne Fachwörter, sind noch mehr hinzugekommen, die jetzt auch wiederum die nächsten Schritte eingehen werden. Also für Aline Bachmann wird es ultra teuer und meines Erachtens auch kaum noch zu bezahlen, weil so gut läuft es bei ihr bei TikTok jetzt auch nicht. Also es wäre auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, das Ganze die nächsten Jahre zurückzuzahlen. Da müsste sie wirklich die Ärmel hochkrempeln und wirklich mal vernünftigen Content machen und über Jahre keine Skandale mehr machen. Und sich so wieder ihre Zuschauer zurückgewinnen vielleicht. Ja, manche sind ja schon bei den TikTok-Videos, wo sie dann ein bisschen lustig war, auch schon wieder in den Kommentaren unterwegs gewesen. Sogar Zuschauer von mir, wo ich auch gesagt habe, also für wen macht man das hier zum Teil? Ja, bleibt bitte skeptisch und kritisch bei ihr. Und wenn sie sich dann über Jahre dann gebessert hat, dann kann man ja auch sagen, okay, jeder hat dann vielleicht irgendwann mal auch noch eine Chance verdient, auch wenn sie, auch wenn es mir bei ihr schwerfällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, ja, ist es dann eure Entscheidung, aber bitte seid skeptisch und nicht nach einer Woche oder nach zwei Wochen, dass ihr sagt, ach, ist ja wieder alles vergessen. Also da war ich von manchen echt, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe mir Namen gemerkt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, die sind unter jedem Video von mir und dann ist die mal zwei Wochen wieder nett oder in Ordnung oder nicht auffällig, war einfach ganz normal gewesen und peng, ist alles vergessen. Ja, das kann es nicht sein, also nochmal, bitte bleibt skeptisch, ansonsten möchte ich euch auch nochmal loben. Generell finde ich eigentlich so, wie wir jetzt in den Kommentaren auch die letzten Wochen hier miteinander umgegangen sind, sehr, sehr cool. Und wenn da eine Diskussion ist, dass das auch sehr eigentlich in der Regel sachlich bleibt. Und wenn man sich da nicht einigt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Weil ich möchte das halt in Zukunft auch so haben, als kleines Schlusswort, dass man auch mal anderer Meinung sein kann. Also sowohl ich darf anderer Meinung sein mit euch, als ihr mit mir. Und trotzdem kann man sich ja verstehen und sagen, okay, das Video, da bin ich anderer Meinung und das nächste kann ja dann wieder ja, so sein, dass man wieder 100% auf einem Nenner ist. Ja, das ist ja auch ganz normal, glaube ich, im Umgang. Das ist in den letzten Jahren aus der Mode gekommen, dass man sich quasi nur noch irgendwie eins sein muss, ansonsten ist man gegeneinander. Finde ich vollkommen blödsinnig. Man muss sich ja irgendwie auch mal ja, vielleicht auch mal was sagen dürfen, was vielleicht nicht jedem passt, beziehungsweise, dass man auch so eine Gesprächskultur einfach wieder entwickelt, was irgendwie in den letzten Jahren durch die sozialen Netzwerke immer schlimmer geworden ist. Und das möchte ich in meinem Kommentarfeld, solange ich das jetzt hier noch kontrollieren kann, auch beibehalten, genauso wie auch im Live-Chat, dass da alle sich möglichst wohlfühlen und dass das dann eigentlich so einfach angenehm ist. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Also nochmal Lob an euch. Das sollte das dann aber auch für heute gewesen sein. Wenn ihr noch mehr mögt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, das Interview wird es geben. Das war jetzt nochmal ein weiteres kleines Update zu dem Thema Aline Bachmann und Jasmin. Und ich denke, das wird die nächsten Tage auch noch spannend bleiben und werden. Und ja, schaut gerne in den ersten Part rein, den verlinke ich euch jetzt hier noch. Und auf der Endkarte könnt ihr auch nochmal reinschauen, was da überhaupt alles so abging. Das ist nochmal ein bisschen genauer erklärt. Und ich erwarte nämlich auch immer, dass ihr so ein paar Videos dann vielleicht auch so mal hintereinander guckt in Zukunft. Das wäre wirklich cool, damit ich nicht immer alles 20 Mal wiederholen muss. Aber wie gesagt, manche kommen hier neu auf den Kanal. Das muss ich halt auch immer irgendwie miteinander vereinen. Ich glaube, ich schaffe immer ein ganz gutes Mittelding aus nicht zu oft die gleichen Dinge dann sagen und
trotzdem immer wieder was Neues bringen, weil mit diesen täglichen Uploads ist auch nicht so ganz einfach für die Leute, die sich jetzt vielleicht auch wundern, dass man vielleicht dann hier und da so ein paar Videos macht, wo man dann vielleicht auch mal was wiederholt oder so. Ja? Ansonsten soll es das dann gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen wieder bei der täglichen Dosis Trash und ich sag euch, es wird wieder trashig. Bis dann und ciao, ciao.